Ja, die Hunde geht früher wieder schön. Die Hunde, ich habe die Hunde bei Porsche zu tun. Ja, die Porsche zu tun. Genau. Die hat die Porsche zu tun. Ich bin nicht halt, ne? Ich habe mir ein paar Nummern vor. Also, das ist mir aus. Ich habe mir das auch wieder einsetzen. Also, ganz so. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zum 24. Spieltag der Bezirksliga Merzig-Wardern hier auf dem Märchinger Galgenberg. Unser heutiger Gast ist die Spielvereinigung Merzig und die tritt mit folgender Aufstellung an. Mit der Nummer 1 im Tor, Daniel Becker, die 2 trägt David Andrejczuk. Die 5, Christian Lutz, mit der 6, Martin Riemer, die 8 trägt Armin Dietrich, die 9, Charles Hafner, mit der 10, der Käpt'n, Dominik Jobst, die 11, Alex Eckert, die 16, Merge Ukay, mit der Nummer 17, Steven Franz und die 21 trägt Dennis Neger. Als Auswechselspieler stehen rein mit der 30, Florian Busche, die 3, Mohamed Talat Fatou, El Chafai, die 4, Marco Bonarek, die 7, Dimitri Rups, 12, Steven Marx und die 15, Matthias Schau. Unser Trainer Erik Weitzel schickt folgende Elf aufs Feld. Mit der Nummer 1 im Tor Andreas Secreto, die 2 trägt der Captain Erik Hagerda. Mit der Nummer 3 Benjamin Johannes. Die 4 Marcel Merschitz, mit der Nummer 5 Frederik Scholtes. Die 6 trägt Robin Denoyel, die Nummer 7 Heiko Nilles. Mit der Nummer 8 Marc Reinhardt, die 9 trägt Michel Berger. Die 10 Felix Lemmer und mit der 11 Christian Maroun. Als Auswechselspieler stehen bei die 20 Raphael Schmitz. Mit der 12 Johannes Federmeier, die 13 die 15 Marco Seiler, die 16 Lars de Pauwels Holmer und die 17 Florian Rüthen. Schiedsrichter der Partie ist Nikolas Scherer aus Bremen und nun wünsche ich dem Spiel einen spannenden und fairen Verlauf. Achso, da ist wo. Ja, da steht. Oh ja, die Ja. Oh. Hey, komm mal, komm mal.
Das kann auch passieren. Ich hätte Lab damit. Ist sehr schnell. Ja. Oh, leck mir den Arsch. Der war da so lang. Das war ein Eigentor. Alex hat. Alex ist ja nicht zu bremsen. Vor stark. Ja, aber der Elber, der war auch nicht schnell. Schreib Thomas. Jetzt hat. Er hat einen Lautsprecher gehabt. Schön zu gucken. Ja, kannst du gegen die Mannschaft nicht mit so einem Ball rechnen. Abseits! Wo war der Lohan Abseits? War ganz klar. Der Bildschirm ist so klein, sonst könnten wir auch einmal gucken. Ja. Ja, sieht so aus. Und wir verlieren noch einen Ball. Gut, da kann man jetzt gar nichts sagen. Ich hätte